Hallo liebe Freunde, aufgrund einer momentanen Nachfrage möchte ich, TrueMG, euch heute nochmal zeigen, wie man sich ein Chipset pixelt, beziehungsweise Bestandteile für ein Chipset pixelt. Also, es geht hier um den RPG Maker. Ich habe nichts vorbereitet. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich dafür benötige. Es gab mal ein Tutorial damals, aber das habe ich gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Mal sehen, ob es mir jetzt gefallen wird. Also, ich verwende hier Photoshop 7. Es kann auch jedes andere Programm sein, zum Beispiel das kostenlose GIMP. Aber wie die genau funktionieren, weiß ich nicht. Ich möchte mich damit auch nicht erst noch einüben, auch wenn das vielleicht praktischer wäre für euch. Ich verwende jetzt jedenfalls Photoshop und möchte euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Also, wie fangen wir denn am besten an? Wir wollen eine neue Datei. 640x84 Pixel? Nein. Wir benötigen eine Vorlage. Genau, wir benötigen eine Vorlage. Wir gehen erstmal auf File Open. Ich habe hier schon was vorbereitet. Blank Chipset. Also, das habe ich schon vor langer Zeit mal vorbereitet. So. Das ist die Einteilung eines. Ich gehe mal hier auf was anderes. Das ist die Einteilung eines Chipsets in bestimmte Bereiche. Hier oben ist Wasser, könnte man so sagen, selbst animiert, sobald man es einfügt. Das ist der Lower Layer. Dieser Wasserbereich gehört auch zum Lower Layer. Jedenfalls dieser gesamte Bereich ist der Lower Layer. Dort sind keine transparenten Farben möglich. Außerdem füllen sie sich teilweise selbst, also sind dynamischer, dieser Bereich hier. Der blaue gehört auch noch zum Lower Layer, allerdings sind sie statisch und dieser orangene Bereich hier, na das gehört zum Upper Layer. Hier wird alles transparent, was man transparent haben will. Diese beiden rosanen Kästchen, die müssen auf jeden Fall frei bleiben, denn die sind jeweils das Vorbild für Transparenz, beziehungsweise damit, das sind eure Leerfelder, könnte man sagen, aber das geht schon viel zu sehr ins Detail. Wir lassen das jetzt einfach mal. Wie schon mal eben nach, wie groß das Ganze ist. Es ist 480x256 Pixel groß. Okay. Wir müssen jetzt auch etwas vorbereiten. Ich muss mal sehen, ob ich es schon vorbereitet habe. Nein, dazu muss ich auf den Fülleimer gehen. Pattern. Nein, habe ich nicht. Gut. Wir brauchen jetzt nämlich erstmal einen Brush. Das bedeutet, wir legen uns eine neue Datei an. Und zwar ist ein Teil von einem Chipset 16x16 Pixel groß. Das bedeutet, wir brauchen jetzt für diesen Brush das Doppelte. Also 32x32 Pixel. Okay. Wir zoomen ran. Und wählen dann zum Beispiel, nein, nicht zum Beispiel, wir wählen es einfach, eine feste Größe mit dem Auswahlrechteck 16x16, fügen dann noch einen weiteren hinzu, füllen ihn dann erstmal. Ups, wir haben ihn gerade mit dem Pattern gefüllt, das ist nicht so gut. So, mit einer festen Farbe, okay, ich gehe dann hier auf Edit, Define Pattern, also Muster. Das Ganze nenne ich ein Chipset, Muster und wir gehen auf Okay, die Datei kann dann geschlossen werden. Was habe ich gemacht? Wir gehen nochmal auf den Fülleimer, Pattern, wählen hier das. Okay. Gehen dann erstmal auf einen neuen Layer. Machen Leertaste. Übrigens, ihr braucht diese Farben hier nicht. Das ist jetzt nur um... Ach, Moment, das liegt außerhalb des Aufzeichnungsrahmens. Ich werde das mal eben ein wenig verändern. Also diesmal ist wirklich nichts vorbereitet, im Gegensatz zu den sonstigen Tutorials. Weil ich kann einfach keine solchen Tutorials machen, wenn es ums Zeichnen geht. Das heißt, erfreut euch einfach an dem, was ich hier mache. Oder auch nicht. Oder weint. Oder geht einkaufen. Oder irgendwas ganz anderes. Also ein neuer Layer. Layer sind sowieso gut. Ihr braucht unbedingt ein Programm, wo man Layer erstellen kann. Sonst geht das eben nicht. GIMP auf www.gimp.org. GIMP mit P am Ende. Dieses Programm ist kostenlos, es hat Layer und, naja, es ist halt ein relativ gutes Grafikprogramm. Probiert's einfach mal aus, ich habe mich damit noch nicht allzu sehr beschäftigt. Also wie gesagt, erstmal neuer Layer und dann füllen wir das Ganze natürlich mit dem Pattern. So, jetzt haben wir es gefüllt, wir machen es mal ein bisschen transparent.
transparent. So, und schon sehen wir, ja, das passt doch alles ziemlich gut. Jetzt sehen wir nämlich, wo können wir hier etwas platzieren. Sehr gut. Okay. Zoomen wir doch etwas ran. So. Jetzt sollte man noch wissen, wie groß ein Männchen ist. Also ein NPC oder unser Held. Der ist nämlich für gewöhnlich ein bisschen kleiner. Aber so, lass mich überlegen. Wir laden jetzt einfach mal ein, das macht sich vielleicht besser. Das hier ist mein Agaves-Projektordner. Ich gehe mal. Ich habe hier einen eigenen Importordner. Von dem aus kann ich dann alles importieren, das macht sich ganz gut. Ich kopiere das nicht alles direkt in die Ordner rein. Oh, hier haben wir sogar ein Blank-Car-Set. Da habe ich mir sowas schon vorgegeben. Allerdings für ein Car-Set, also kein Chipset. Also hat sich das jetzt auch erledigt. Lass mich nachsehen. Nein, okay, gehen wir gleich in den. Ins Car-Set. Und wählen. Wählen wir mal meinen Hero. Das, ja, doch, kann man nehmen. So, hier, das ist mein Hero. Ach, na, Fixed Size müssen wir auch wieder rausnehmen. So. Ziehen wir noch den grünen Bereich ab. So. Kopieren uns das. Schließen. So. Fügen das hier ein. Okay. Unser... Ah ja, seht ihr, ich hätte es schon falsch gemacht. Aber ich habe es fast geahnt. Unser Charakter ist ungefähr so hoch wie zwei dieser Tiles. Gut, die verwenden wir jetzt auch als Vorlage. Damit, das mache ich, damit wir unsere Gegenstände, die wir bauen, ja, damit wir unsere Gegenstände, die wir bauen, richtig skalieren können. Ich möchte für ein aktuelles Contest-Projekt etwas Bestimmtes haben. Und das mache ich jetzt einfach mal, damit erspare ich mir nämlich ein bisschen Arbeit. Gut, gehen wir mal auf Pinsel. Wir haben einen neuen Layer. Nein, haben wir nicht. Wir legen einen neuen an, damit wir nicht unseren Charakter bemalen. So, dann ein neuer Brush. Ich muss mal eben sehen. Nee. Ich muss natürlich mit dem Grafiktablett zeichnen. Also ich benutze ein Grafiktablett. Das macht sich sehr viel einfacher. Ah ja, ist schon besser. Ups. Ja, zurück. Zurück. Das macht sich sehr viel besser als mit der Maus. Kann ich auch nur jedem Zeichner ans Herz legen. Sein Grafiktablett. Wählen wir es einfach mal. Naja, was ganz reguläres. Spacing 0, Hardness. Ja, ist okay. Und zwar. Ach, nein, 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 nein. Ich will erstmal vorskizzieren. Wir nehmen einen ganz normalen Bleistift. Beziehungsweise ist ein quasi ein Pinsel, der keinen Anti-Aliasing-Effekt hat. Also am Ende nicht. Also am Ende gepixelt ist. Ihr seht schon, es ist fast unmöglich, daraus ein Tutorial zu machen. Okay, kannst du kurz ausprobieren. Ja, das funktioniert doch gut. Also, dann gehen wir nochmal auf Layer. Gut, wir sind auf dem richtigen. Gut. Also, ich möchte für mein Projekt ein Auto haben. Das steht dann einfach nur blöd in der Gegend rum. Skizzieren wir mal eins. In der Seitenansicht am besten. Das ist ein bisschen arg groß. Wir gehen nochmal zurück. Mal sehen, unser Charakter ist so groß. Normalerweise sind die Leute immer ein bisschen größer als Autos. Also sagen wir mal so hier. Ich verwende auch gerne Shortcuts. Also, ich glaube, ich habe es gegen das Mikro gehauen, tut mir leid. Also B für den Pinsel und E für den Radierer. Den Radierer stelle ich mir auch mal eben richtig ein. Ups, so, den machen wir auch verpixelt. Gut. Funktioniert das? Ja, funktioniert sehr gut. Allerdings kann der auch auf unseren Wacom-Stift reagieren. Also Grafiktablett. Okay. So, der ist ungefähr so hoch, das sollte man wissen. Okay. Sie wird ungefähr so viel Platz einnehmen, wenn sie sitzt. Also, mein Charakter setzt sich bei dem Spiel nicht ein. Also. Und, ja, das sollte genügen. Okay, angenommen, hier ist das Lenkrad. Also, ich skizziere jetzt nur ein bisschen. Dann müsste hier so der Sitz sein, dann hier so hintere Bank. Ja, sagen wir mal ein Familienauto. Dann geht das hier so runter. Hier so Kofferraum. Es kann jetzt auch ein ganz simples Auto sein. Dann wird hier so der Motor drin sein. Okay, dann haben wir das Chassis eigentlich schon weitestgehend vorskizziert. Ich hoffe, man kann erkennen, was es darstellen soll. Ich muss eben den Shortcut für das Bewegen heraussuchen.
Was war denn der Shortcut? Steht es da, wenn ich raufhalte? Ja, V. V ist das. Gut. Mui. Gut. Auto ist jetzt ein bisschen größer geworden. Schade. Wollte ich nicht haben. Deswegen, wir flachen es mal unten noch ein bisschen ab. Also ich will jetzt nicht irgendwelchen Müll produzieren, deswegen mache ich das auch genau. Nee, das ist jetzt auch doof.